Herzlich willkommen beim Open Mix Tutorial des Hofer Xmas Contest Songs Down on Earth It's Christmas Time. Die Anzahl der Spuren ist mit 42 recht übersichtlich und mit den vielen echten Instrumenten kommt der Song eher vintage daher. Aber das ist ja auch irgendwie modern. Insgesamt habe ich nur 4 unterschiedliche Plugins verwendet, um den Song zu mischen. Wobei das eine gleich 36 Mal am Start ist. Vielleicht kannst du ja schon erraten, welches. Ich hoffe, du hast dir Getränk und Gebäck bereitgestellt, denn wir werden im Folgenden alle Spuren zusammen durchgehen und das kann ein bisschen dauern. Beginnen wir ganz traditionell, wie es sich für ein Weihnachtslied gehört, mit den Drums. Der großartige Tommy Baldu hat das Lied eingetrommelt. Auch mit den Percussion-Spuren wie Udu, Shaker und Beckenschweller hat Tommy den Gesamtsound nachhaltig geprägt. Das verwendete Drumset wurde in den 1940er Jahren gebaut. In dieser Zeit wurden selbst die Spannböckchen aus Holz gefertigt, da Metall fürs Militär gebraucht wurde. Dem Sound des Sets tat's keinen Abbruch. Die beiden Overhead-Spuren wurden 100% nach links und rechts gepannt und in eine Overhead-Gruppe geroutet. Dort drückt der System Master Limiter im transienten, reduzierenden Smooth-Modus die Kessel nach hinten, damit Hi-Hat und Becken mehr nach vorne kommen. Um diesen Fokus aufs Blech noch zu verstärken, reduziert der EQ die Bässe und Mitten. Bei 3 und 6 kHz geschieht das dynamisch, um dem punktuell lauten Crash die Zügel anzulegen, ohne den dezenteren Klängen die Brillanz zu nehmen. Der Sidestick war mir auf den Overheads etwas zu laut. Die Automation löst das Problem. Die Raummikros standen bei der Schlagzeugaufnahme etliche Meter vom Drumset entfernt. Deshalb ist es besonders wichtig, bei diesen Room-Far-Tracks die Transienten zu mäßigen. Ebenso sind tiefe Bässe und oberste Höhen bei Raumspuren allermeist fehl am Platz. Der System Comp Listen Mic löst all diese Probleme auf einmal. Deshalb empfiehlt er sich eindrucksvoll fürs heftige Zusammenbacken hochdynamischer Spuren wie Drums. So klingt's mit. Und so ohne. Nochmal mit. Der EQ braucht dann nur noch die Hochmitten zu entschärfen. Das hier stattfindende Reduzieren der Stereobreite rückt diese Raumklangspur in der tiefen Staffelung nach hinten und da gehört sie auch hin. Bei plakativen Snare-Hits und allen Tom-Schlägen macht die Automation den Room-Far-Track um bis zu 10 dB lauter, für hörbar mehr Wucht und Fülle. Die Kickdrum wurde auf 3 ganz unterschiedliche Arten mikrofoniert. Das Neumann U47 Fat ist ein prima Bassdrum-Mikro. Es hat schöne weiche Höhen und eine hervorragende Tiefenabbildung. Kickfront zeigt ein gänzlich anderes Klangbild desselben Instruments. Und die Kick-Subspur, die mit einem 10er Lautsprecher als Mikro aufgenommen wurde, bringt tatsächlich nur die tiefen Frequenzen. Eine solche Palette an Klangfarben beim Mix zur Verfügung zu haben, ist natürlich eine tolle Sache. Alle 3 Bassdrum-Sounds fließen unbearbeitet in die Kick-Gruppe. Jedes trägt seinen Teil zum Gesamtsound bei, wobei das Fett bei mir etwas lauter ist als die beiden anderen. Die Kanal-Inserts sorgen nur für die richtige Lautstärkerelation. Auch der EQ auf der Gruppenspur hat aufgrund der cleveren Aufnahmetechniken nicht viel zu tun. Obwohl Tommys Kick für sich alleine schon klasse klingt, habe ich noch mit Trigger-Samples experimentiert.
Als dann ein Vintage-Kick-Sound von N.E. die Natur-Bass-Drum sehr organisch ergänzte, konnte ich nicht widerstehen. Was meinst du dazu? Die Spur mit dem getriggerten Kick-Sample habe ich automatisiert, um mit diesen festen Impulsen hier und da Akzente zu setzen. Drei völlig unterschiedliche Sounds wurden auch von der Snare aufgenommen. Das Punchy Shure SM57, ein dunkler tönendes Kondensator-Mic . Die Unterseite der Snare aufzunehmen ist eigentlich auch immer von Vorteil. Auch hier werden wieder alle Signale unbearbeitet, aber mit optimiertem Lautstärkeverhältnis in eine Snare-Gruppe geschickt. Der SSL-Style-Channel-Comp bringt das Tock der Anschläge nach vorne und ein sehr breiter Peak-Filter fügt Präsenzen hinzu. Der Snare-Sound wird dann noch mit einem helleren Sample angereichert für etwas mehr Durchsetzungskraft. Beim Sidestick kommt kein Trigger zum Einsatz. Die Toms werden beide etwas aufgehellt mit einem breiten Peakfilter bei 20k und dann mit dem System Master Limiter wieder im Smooth Mode so bearbeitet, dass die Pegelreduktion an die 10 dB zeigt. Damit kommen die Toms dann wuchtiger rüber, da deren Ausklang im Mix hörbarer wird. Das tiefe Tom erfordert noch ein paar Lautstärkeanpassungen mittels Automation. Die Simple Overdubs und die Udo Drums brauchen deutliche Volume Fades. Hier machte ich mir mehr oder weniger bei jedem Schlag Gedanken, welche Lautstärke am besten passt. Gerade bei Übergängen oder wenn die Stimme pausiert, dann bietet sich die Möglichkeit, ein Instrument quasi als Lückenfüller nach vorne zu schieben. Die Cymbal Overdubs durchlaufen einen klassischen Flanger. Der EQ entfernt Bass- und Mittenanteile, da solche Frequenzen für andere Instrumente reserviert sind. Ein Tremolo bringt rhythmische Bewegungen bei diesen eher statischen Beckenklängen. Bei den Udus reduziert wieder der Limiter Transienten, damit diese sich nicht mit den Drums unschön überlagern. Dass das Algoverb vor dem Limiter liegt, ist ungewöhnlich. Dadurch bekommen die lauten Schläge des Instruments jedoch mehr Hall als die leiseren, was sich, wie ich finde, interessant anhört. Ganz so stereobreit wie aufgenommen brauchen wir die Udo Drums nicht. Auch hier ist, ähnlich wie bei den Transienten, eine klare Hierarchie und punktueller Guides für den Gesamtsound der Mischung von Vorteil. Der EQ bringt Mitten und Höhen nach vorne, um das Gespielte hörbarer zu machen. Auch beim Shaker liegt der Reverb aus den zuvor genannten Gründen vor dem Look-Ahead-Limiter. Der 6 dB Low-Cut bei 4,5 kHz räumt in den Mitten etliches weg und verweist den Shaker in sein Frequenzfenster. Das Reverse-Sample kommt nur ganz am Anfang. Es dient zur Untermalung der Titeleinblendung beim Video, damit dort irgendwas tönt, das sich ein klein wenig nach Raumschiff im Weltall anhört. Snare und Toms werden durch diesen Bus noch mit dem Gated Perfect Effektteil des IR-Verbs angedickt. Das hört sich solo folgendermaßen an. Alle Schlagzeug- und Percussion-Sounds landen schließlich in der Drums-Gruppe.
Der neue System Master Limiter im Transparent-Modus erhöht die Lautheit, schützt dabei jedoch die Transienten auch bei deutlicher Reduktion. Mit diesem Gruppenlimiting wird es auch viel leichter, eine amtliche Masterlautstärke der Mischung zu erreichen. Beim E-Bass verdichtet die Ampex-Simulation den Sound und generiert angenehme Obertöne, die die einzelnen Lagen des Instruments miteinander verbinden. Die Tief- und Hochmitten können noch etwas Verstärkung durch den EQ vertragen, damit sich der Bass im Mix gut durchsetzt, ohne zu matschen. Je nachdem, was Dennis gespielt hat, sind die reingedrehten Hochmitten etwas aufdringlich. Mit der dynamischen Überwachung des Frequenzbandes ist das aber problemlos in den Griff zu bekommen. Durch den Low-Cut im Sidechain-Insert spricht dieser adaptive Kompressor bei tiefen Frequenzen weniger stark an. Damit klingt der Bass etwas voller. Ein sechsstimmiger Stereo-Chorus macht den Sound breiter und interessanter. Volume Fades unterstreichen die Dynamik der einzelnen Parts. So ist der Bass bei den Strophen leiser und im Refrain sowie bei wichtigen Einsätzen in der Regel 1-2 Dezibel lauter. Mit dem Moog Taurus Bass musste ich mir etwas einfallen lassen. Ich wollte ihn laut, gleichzeitig soll der nicht dem handgespielten E-Bass die Show stehlen. Die Lösung war eine Fokussierung auf die Mitten. Dort ist Platz und er kann sich durchsetzen. Der ziemlich heftig eingestellte System Saturator liegt in einem Multiband-Modul und hat dadurch seinen Kernbereich so bei einem Kilohertz, also auch in den Mitten. Ohne die Mittenbandsaturierung würde dieser bassige Taurus-Sound längst nicht so gut zur Geltung kommen. Noch ein bisschen Flanger und eine kleine Einschränkung der Stereobreite. Der automatisierte Volume Fader unterstützt die natürliche Hüllkurve des Taurus. Auf der Dobro wurde das Lied entwickelt. Für mich sollte diese Resonator-Gitarre immer hörbar sein. Da sie per se einen ziemlich eigenen Klangcharakter hat, musste ich mir den vorsichtig zurechtbiegen. So kommt's zu der detailreichen EQ-Einstellung, bei der 5 von 9 Bändern dynamisch angelegt sind, um nur bei lauteren Passagen einzugreifen. Durch das weiche Limiting nach dem Klangregler lässt sich das Instrument besser im Playback einbetten. Eine unauffällige, auf diesen Klang abgestimmte Ambience dazu und schon ordnet sich die Metallgitarre brav ein. Die Automation der Lautstärke ähnelt der beim E-Bass. Bei Einsätzen und den dickeren Parts darf es gerne etwas mehr Volumen sein. Hier gibt's auch eine Automationskurve fürs Panorama. Umso instrumentenreicher und lauter der Songteil, desto mehr rückt die Dobro nach außen. Das gilt auch für die 12-seitige Gitarre, die die Dobro an einigen Stellen des Liedes auf der gegenüberliegenden Panoramaseite ergänzt. Bei der 12-String habe ich so EQ'd, dass sie als Stereo-Erweiterung der Dobro funktioniert und sich im mehr oder weniger gleichen Frequenzfenster bewegt wie die Resonator-Gitarre. Hier sind kaum dynamische Bänder im Einsatz, da das Instrument recht ausgewogen klingt und auch immer gleich laut gespielt wird. Der Full-Range-Limiter des Dynamic EQs kappt hier im Look-Ahead-Modus die Lautstärkenspitzen. Die Funktion der Gitarre wird durch den Played Vivid-Hall des System IR-Verbs unterstützt.
Er klingt auffälliger und größer als der Hall bei der Dobro. Die 12 Strings soll Akzente setzen und dabei räumliche Tiefe schaffen. Das von Fabian eingespielte Rhodes klingt schon als DI-Signal herrlich. Meine Versuche, den Sound zu reampen, brachten keine Verbesserung. Klar, bei diesem Arrangement braucht das Vintage-Keyboard mehr Präsenzen, ein klein wenig Kompression, etwas Retro-Reverb, einen pässlichen Old-Style-Chorus, das ganz typische Tremolo und eine Automation, die die Feinheiten herausarbeitet. Mehr braucht's dann aber nicht. Die Akkorde und Melodien auf der Lapsteel wurden über eine Range von insgesamt mehr als 3 Oktaven eingespielt. So ist's wenig verwunderlich, dass etliche der EQ-Bänder dynamisch arbeiten, um sich den unterschiedlichen Lagen anzupassen. Da dieses gitarrenverwandte Instrument auch zusammen mit den Vocals funktionieren muss, erscheint der Track durch Delay, Hall und Multimod auffällig indirekt. Für die Tiefenstaffelung der Produktion ist das vorteilhaft. In der räumlich zurückgesetzten Ebene ist noch ausreichend Platz für die Lapsteel. Die Guitar Distorted zeigt, ebenfalls eine artifizielle, aber dennoch ganz andere Räumlichkeit. Weder Hall noch Delay, nur 8 fleißige Modulationen und die volle Stereobreite. Die Anhebungen beim EQ erzeugen ein Soundshaping, das Platz für die Gesangsstimmen lässt. Apropos Stimmen. Schon sind wir bei Davids Lead Vocals. Der Klangregler gibt seiner Stimme Fülle und Präsenzen. Hier wird auch eine Resonanz bei 3,5 kHz, teils dynamisch, teils statisch, entfernt. Der Look-Ahead-Mode des EQ Dynamic lässt die einzelnen Bänder und auch den Full-Range-Limiter unauffällig ihre Arbeit verrichten. Ein nachfolgender adaptiver Kompressor verdichtet noch etwas mehr, sodass sich die Stimme ganz vorne positioniert und kaum noch gefadet werden muss. Das Achtel-Delay mit Phaser soll diese Leadstimme leicht extravagant und spacey einfärben. Noch spezieller ist diese Multiband-Einheit. Unter 630 Hertz wird ein Flanger hinzugefügt und über der Trennfrequenz sitzt ein Kompressor. Das mutet schon etwas seltsam an, ist aber durchaus zweckdienlich. Der Flanger moduliert so nur die Mitten und Bässe der Stimme. Und der Kompressor zähmt den Hochmitten- und Höhenanteil der Gesangsaufnahme, wodurch diese wärmer, voller und konstanter wahrgenommen wird. Bei jedem Because vor dem Refrain wird dieser höhenreduzierte Flanger durch die Automation intensiviert. Das macht Davids Phrase beim Lift interessanter. Gleichzeitig wird an denselben Stellen die Stereobreite reduziert, damit der direkt danach einsetzende Refrain breiter wirkt. Als Lead Vocal Reverb kommt mein All-Time Favorite, der Large Famous Bright Plate, zum Einsatz. Der passt immer. Um die manchmal etwas scharfen und lauten S-Laute aller Stimmen kümmert sich der IQ Series De-Esser im cleveren Bus-Modus. Bei den Lead Vocals von Colinda ist die Bearbeitungskette ähnlich zu der von David. Ganz besondere Mühe habe ich mir bei der Faderfahrt gegeben, um Colinda optimal in Szene zu setzen, aber dennoch auch David unangefochten als Leadsänger zu präsentieren. Die Backing-Vocals von Ira und Colinda liegen auf insgesamt 11 Spuren, werden in einer Gruppe zusammengefasst und hauptsächlich dort bearbeitet.
Der Chorus wird, je nach Part, via Automation, mal mehr, mal weniger beigemischt. Diese beiden Höhenbänder werden bei den U-Stellen im Refrain auf bis zu 20 dB angehoben, um den Stimmen ganz viel Glanz zu verleihen. Überhaupt ist auch hier das Geben und Nehmen mit wohlüberlegten Faderfahrten entscheidend. Das gilt ebenso für die einzelnen Gesangsspuren in der Gruppe. Der Hall auf den Backings ist der gleiche Large Famous Bright Blade wie bei den Lead Vocals. Nur das Pre-Delay ist jetzt auf 0 Millisekunden, was bekanntermaßen die Backings in der tiefen Staffelung weiter hinten platziert. Bleibt noch der Masterbus. Wer hier jetzt viel Aufwand erwartet, der wird womöglich enttäuscht sein. Wenn ich, wie hier, die Chance habe, direkt beim Mischen zu mastern, dann brauche ich in der Regel nur einen ordentlichen Mastering-Limiter. Bei diesen eher dynamischen Songs ist dann noch ein adaptiver Summenkompressor davor, der die unterschiedlich lauten Songteile zusammenklebt. Danach noch der Analyzer. Ich weiß, dass viele meinen, traue nur deinen Ohren. Frequenzanalyzer sind böse und ziehen dich auf die dunkle Seite des Sounds. Nun, das sehe ich anders. Und damit haben wir alle Spuren durch und ich hoffe, ich konnte dich hier und da inspirieren. Viel Spaß mit deinen Produktionen.